Heute schauen wir uns die Top 5 besten Digitalpianos für Einsteiger an. Meine aktuellen Top-Favoriten, die ich Anfängern empfehlen würde. Mit dabei sind Budget-Tipps, ein Soundmonster und mein aktueller Preis-Leistungssieger. Hey Delamari, es hat in den letzten Jahren eine Menge Bewegung im Markt gegeben und ich habe die für dich aktuell spannendsten Digitalpianos zusammengestellt. Ich bin über die Angebote aller Marken gegangen. Yamaha, Carvai, Casio, Korg, Roland und, da gibt's mega viel mittlerweile. Aber einige der Marken haben es nicht in die Top-Auswahl für Einsteiger geschafft. Preislich bewegen wir uns zwischen 500 und 1000 Euro. Das ist meiner Meinung nach der optimale Bereich bei Digitalpianos für Einsteiger. Als erstes habe ich einen Budget-Tipp für dich. Das Casio PX S1100. Das Casio PX S1100 ist ein Digitalpiano mit 88 gewichteten Tasten und 2 Lautsprechern. Es ist außerdem sehr kompakt und portabel. Das macht sehr praktisch, wenn du wenig Platz in deiner Wohnung hast, es nach dem Üben wegräumen willst oder vielleicht auch irgendwo anders mal mit hinnehmen willst. Dazu kommt, dass du es auch mit Batterien betreiben kannst. Das heißt, du kannst es quasi überall mit hinnehmen und spielen. Das Modell bietet dir 18 Sounds, von Piano über E-Piano bis hin zu Streichern und Orgel und hat eine 192-stimmige Polyphonie. Als Anfänger hat man also hier auch schon ein paar Sounds, um sich ein bisschen auszuprobieren und generell Spaß zu haben. Zusätzlich zu den Tönen bietet das Modell auch noch eine Saiten- und eine Dämpferresonanz, die quasi ein möglichst authentisches Klavierspiel nachmachen soll. Und die erklingt dann mit jedem Ton eben und somit klingt das Ganze am Ende nochmal ein bisschen realistischer. Das Modell bietet dir außerdem 3 interne Effekte, und zwar einen Reverb, einen Surround und einen Chorus-Effekt. Reverb ist quasi Hall, Surround ist, naja, Surround-Sound, Sound, der dich umgeben soll, und ein Chorus-Effekt macht das Ganze so leicht schwebend und so ein bisschen weicher im Klang. Und das kann ziemlich praktisch sein, um verschiedene Stile und verschiedene Stücke noch besser untermalen zu können und besser musikalisch gestalten zu können. Das PX S1100 hat zudem mehrere Funktionen, die dir das Üben und Erlernen von neuen Stücken erleichtern. Und zwar gibt es die interne Aufnahme- und Abspielfunktion. Das heißt, du kannst ein Stück spielen, es dabei aufnehmen und danach anhören. Was super praktisch ist, denn so kannst du feststellen, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen und was kann ich das nächste Mal besser machen bei diesem Stück. Und um das Ganze dann zu üben, gibt es ein eingebautes Metronom. Eine weitere Funktion, die ich ziemlich praktisch finde, ist die Oktavverschiebung. Normalerweise hast du in der Mitte oder in der ungefähren Mitte des Digitalpianos das C1 liegen. Das kannst du dann nach oben oder nach unten verschieben und somit Stücke, die weiter oben oder unten gespielt werden müssen, in die Mitte des Digitalpianos setzen, was das Ganze beim Üben ein bisschen leichter macht. Du siehst also, beim Casio PX S1100 bekommst du nicht nur tolle Sounds, sondern auch einige praktische Übungshilfen, die das Klavierspiel für Einsteiger erleichtert. Dieses Modell kommt mit mehreren Anschlüssen. Du hast natürlich einen Netzteilanschluss, um dein Gerät mit Strom zu versorgen. Dann hast du aber auch einen USB-Anschluss, um das Modell mit deinem Computer zu verbinden. Du hast einen Stereo-Ausgang, um das Ganze aufzunehmen. Und dann hast du noch 2 Kopfhörerausgänge, jeweils Kleinklinke. Und last but not least, einen Anschluss für ein Sustain-Pedal und sogar einen Anschluss für eine ganze Pedaleinheit. Das mit der Pedaleinheit kann praktisch sein, wenn du etwas fortgeschritten in deinem Klavierspiel bist und vielleicht die anderen Pedale dann auch brauchst, dann kannst du die dir zusätzlich auch noch kaufen und das Ganze eben erweitern. Das Casio PX S1100 ist aktuell für 549 Euro erhältlich. Link in der Beschreibung. Ach ja, den Lieferumfang hätte ich jetzt fast vergessen. Es gibt noch ein Netzteil, einen Notenhalter und ein Sustain-Pedal dazu. Das heißt, die wichtigsten Dinge sind eigentlich dabei. Ich persönlich würde dir noch empfehlen, eine Klavierbank und ein paar Kopfhörer dazu zu kaufen, damit du zum einen richtig am Instrument sitzt und zum anderen auch einfach rund um die Uhr üben kannst. Wenn du wissen willst, was ein gutes Digitalpiano eigentlich ausmacht und worauf du vor dem Kauf achten solltest, schau dir am besten nach diesem Video meinen Digitalpiano-Ratgeber an. Den lasse ich dir auch mal in der Beschreibung verlinkt. Aufgepasst für Budget-Tipp Nummer 2. Das Thomann DP95WH. Das Thomann DP95WH ist ein Home-Piano mit 88 gewichteten Tasten und 500 Sounds. Und bei 500 Sounds wird dir nicht so schnell langweilig. Hier gibt es die ganz klassischen Klavier- und E-Piano-Sounds, aber auch Orchester-Sounds und ganz viel mehr coolen Stuff. Das Ganze kommt übrigens in einem schicken weißen Design, das sich echt gut anblicken lässt. Das Digitalpiano ist 128-stimmig polyphon und hat 200 Styles und 60 interne Songs, die einfach Spaß beim Üben machen. Weil das finde ich super wichtig, gerade bei Anfängern und Einsteigern. Man muss ja irgendwie Spaß am Spielen haben und nicht die ganze Zeit nur dieses verkopfte, verkrampfte Üben irgendwie machen. Und Styles, also Rhythmen und verschiedene Songs helfen dabei einfach, da man immer noch neue Dinge entdecken kann und irgendwie nachspielen kann. Es gibt eine Sache, die dieses Modell nicht kann.
kann, und das ist mobil sein. Du kannst es nicht einfach mal in dein Nachbarzimmer stellen, du kannst es nicht mit zu Oma nehmen und erst recht nicht irgendwie mit in Urlaub nehmen, aber das soll es auch gar nicht können. Dafür hat es nämlich viele andere Funktionen, die die Freude am Klavierspiel und den Lernfaktor erhöhen. Und zwar ist das Modell nicht nur 128-stimmig polyphon, es hat 200 interne Styles und 60 interne Songs. Mit diesen 200 Styles kannst du dich beim Spielen begleiten lassen, was einfach echt viel Spaß macht. Und die 60 Songs kannst du versuchen nach Gehör zu lernen, und das schult einfach das musikalische Gehör. Es gibt noch eine weitere sehr coole Funktion, und zwar hat dieses Modell eine integrierte Begleitautomatik, mit der du deine Arrangements verfeinern kannst. Mit dieser Begleitautomatik kannst du dich nämlich automatisch begleiten lassen, und zwar typischerweise von Bandinstrumenten wie einem Schlagzeug oder einem Bass, die sich dem anpassen, was du gerade spielst. Das ist super praktisch. Das Ganze lässt sich super easy über ein LCD-Display steuern, das sich in der Mitte vom Digitalpiano befindet. Das Ganze ist für mich ein bisschen wie so ein Familienklavier. Hier werden nicht nur Einsteiger, sondern auch Fortgeschrittene glücklich mit, und es sieht einfach auch noch sehr schick aus. Aber auch hier hört es noch nicht auf. Es gibt noch ein paar weitere coole Funktionen. Und zwar hat das DP95VH einen internen Reverb-Effekt, um die Sounds noch breiter und größer klingen zu lassen. Außerdem kannst du ein Metronom zum Üben einschalten und du hast die Möglichkeit zu transponieren. Transponieren ist eine ziemlich coole Funktion. Du kannst damit nämlich ein C spielen und es erklingt ein Cis. Das heißt, du verschiebst die Tastatur um ein oder mehrere Halbtöne, um Stücke, die vielleicht in komplexen Tonarten stehen, wie zum Beispiel Cis-Dur oder Fis-Dur, in leichteren Tonarten, wie zum Beispiel C-Dur oder F-Dur zu spielen. Eine weitere coole Funktion des DP95VH sind der Dual-Mode und der Split-Mode. Beim Dual-Mode kannst du zwei Sounds gleichzeitig auf die ganze Tastatur legen. Beim Split-Mode kannst du dir eine Taste aussuchen, bei der du die Tastatur teilst. Dann kannst du mit der rechten Hand einen Sound spielen und mit der linken Hand einen anderen. Beispielsweise kannst du dann mit der rechten Hand einen Klaviersound spielen, mit der linken einen Bass-Sound und dich somit quasi selbst begleiten. Das DP95VH hat außerdem 4 Lautsprecher für einen guten Sound, 2 Kopfhörerausgänge, einen USB-Anschluss für die Verbindung mit deinem Computer, einen MIDI-Anschluss für die Verbindung mit anderen Instrumenten und einen AUX-Anschluss. Das heißt, du bist also bestens ausgestattet mit allen möglichen Anschlüssen. Ach ja, im Lieferumfang ist übrigens noch eine Tastaturabdeckung enthalten, damit sich kein Staub auf der Tastatur bildet, was ich persönlich sehr praktisch finde, weil ich das echt nicht angenehm finde, wenn da Staub auf der Tastatur ist. Dieses Digitalpiano gibt es mit Tastaturabdeckung für gerade mal 579 Euro. Link in der Beschreibung. Kommen wir nun zu meinem Budget-Tipp Nummer 3, dem KYES 120B. Auch dieses Modell kommt mit 88 hammergewichteten Tasten, es hat 25 Sounds und ist 192-stimmig polyphon. Außerdem hat dieses Modell 100 integrierte Drum-Patterns, mit denen du das Üben unterstützen kannst oder mehr Spaß am Spiel haben kannst. Das ES 120B ist mit seinen 2 Lautsprechern sehr kompakt designt und somit sehr gut geeignet für den mobilen Einsatz oder für ein platzsparendes Setup zu Hause. Auch dieses Modell kommt mit mehreren Funktionen, die uns mittlerweile bekannt sind, wie zum Beispiel dem Dual-Mode, dem Split-Mode, einem Reverb-Effekt oder der Fähigkeit zu transponieren. Aber es hat 2 Funktionen, die herausstechen. Und zwar einmal das Tuning und dann das Temperament. Im Tuning geht es darum, dass Instrumente heutzutage üblicherweise auf 440 Hertz gestimmt werden. Und mit diesem Modell kannst du das aber anpassen. Du kannst es leicht tiefer und leicht höher stimmen, je nachdem, was sich vielleicht für dich besser anfühlt oder was für dich besser klingt. Und du kannst das Temperament anpassen. Es gibt verschiedene Temperamente, die in unterschiedlichen Musikstilen verwendet werden. Und gerade wenn es in die klassische Musik geht oder in die Barockmusik, braucht man unter Umständen ein anderes Temperament bzw. eine andere Temperierung des Klaviers. Und dazu sind diese beiden Funktionen sehr praktisch. Die sind schon ein bisschen fortgeschritten, die braucht man nicht unbedingt als Einsteiger, aber ich finde das super praktisch, da man auch als Einsteiger einfach das mal kennenlernen kann und vielleicht verstehen kann, wie andere Stimmungen klingen und wie sich das anfühlt und einfach ums vielleicht mal auszuprobieren und weil es sich vielleicht auch besser anhört für dich. Das ES 120B gibt es mit einem internen Aufnahme- und Abspielgerät und einem Metronom für gerade einmal 649 Euro. Link in der Beschreibung. Und auch dieses Modell kommt mit echt vielen Anschlüssen. Du bekommst 2 Kopfhörerausgänge, einmal Groß- und einmal Kleinklinke, einen Stereoausgang, um das Ganze zu verstärken oder aufzunehmen. Du bekommst außerdem einen USB-Anschluss für die Verbindung mit deinem Computer oder deinem Laptop, einen Anschluss für ein Sustain-Pedal und einen Anschluss für eine ganze Pedaleinheit und natürlich nicht zuletzt einen Netzteilanschluss. Außerdem gibt es noch eine App von KY, und zwar die Piano Remote App. In dieser gibt es unter anderem 500 Übungsstücke, die du lernen kannst. Last but not least kommt das KY
ES-120B mit einem internen Equalizer. Das heißt, du kannst die Lautsprecher deines Digitalpianos perfekt an deine Umgebung anpassen oder auch einfach so, wie es dir gefällt. Du siehst, dieses Modell kommt mit echt vielen Funktionen, von denen du manche vielleicht früher und manche vielleicht eher später brauchen kannst. Trotzdem ist es sehr umfangreich und könnte vielleicht genau das Richtige für dich sein. Kommen wir nun zu meiner nächsten Empfehlung, und zwar wie angekündigt dem Sound Monster, dem Casio PX-S5000. Das Casio PX-S5000 kommt wieder einmal mit 88 Hammer gewichteten Tasten und 23 Sounds. Auch dieses Modell ist aus der Previa-Serie und ist quasi der große Bruder zu dem Casio PX-S1100 von vorher und ist auch 192-stimmig polyphon. Das PX-S5000 kommt in einem schicken schwarzen Design und ist kompakt gehalten, also ist es auch mobil. Und es kommt für 999 Euro mit echt vielen tollen Funktionen, die nicht nur für den Einsteiger gut sind, sondern vielleicht auch für den fortgeschrittenen Pianisten. Und zwar haben wir da zum einen die Layering- und die Split-Funktion. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal bei den anderen Modellen, ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Die Layering-Funktion lässt dich zwei Sounds gleichzeitig über die ganze Tastatur legen und spielen. Und bei der Split-Funktion kannst du an einer bestimmten Taste, die du dir aussuchst, die Tastatur teilen und dann mit der linken Hand einen Sound spielen und mit der rechten Hand einen anderen. Außerdem hat dieses Modell nicht nur die Funktion, Audio intern aufzuzeichnen, sondern auch MIDI-Dateien. MIDI-Dateien sind quasi so ein bisschen was wie Notendateien, vereinfacht gesagt. Auf jeden Fall könntest du die dann nach der Aufnahme auf deinen Computer ziehen und dir mal ganz genau anschauen, was du eigentlich gespielt hast. Und zwar nicht nur anhören, sondern eben auch anschauen. Das PX-S5000 hat außerdem mehrere Effekte, und zwar Reverb, Hall und Surround. Und du kannst dich mit diesen Effekten im Prinzip virtuell auf verschiedene Bühnen stellen oder an verschiedene Orte und dann da Klavier spielen. Und wenn du die Augen zumachst, fühlt es sich vielleicht fast so ein bisschen so an, als wärst du an diesem Ort. Ach ja, zum Thema Audio- und MIDI-Dateien. Mit dem mitgelieferten Bluetooth-Adapter kannst du Audio- und MIDI-Daten von deinem Smartphone an das Digitalpiano senden. Und auch hier stehen dir wieder verschiedene Anschlüsse zur Verfügung. Du hast einen USB-Anschluss, einen Stereo-Ausgang, zwei Kopfhöreranschlüsse, einen Anschluss für ein Pedal und einen Anschluss für eine Pedaleinheit. Übrigens, bei diesem Modell wird ein Sustain-Pedal mitgeliefert. Und ein weiteres Feature, das mir an diesem Modell sehr gut gefällt, ist die mitgelieferte App. Das ist die Casio Music Space App. Und mit der kannst du erstmal im Prinzip alles einstellen, was du auch am Gerät selbst einstellen kannst. Du kannst die Sounds auswählen, die Effekte auswählen und näher bestimmen oder verändern bzw. anpassen und so weiter und so fort. Aber es gibt noch ein paar weitere Features, die echt für sich sprechen. Und zwar gibt es in dieser App eine Funktion des Score Viewers und in diesem Score Viewer werden dir quasi Noten angezeigt, die du dann nachspielen kannst. Das ist schon sehr cool, aber es geht noch weiter. In dieser App gibt es nämlich nicht nur einen Score Viewer, sondern auch eine Piano Roll. In dieser Piano Roll wird dir interaktiv angezeigt, welche Taste du als nächstes spielen musst, um ein gewisses Stück zu spielen. Das ist ziemlich praktisch, weil du so zwei verschiedene Möglichkeiten bekommst, ein Stück zu lernen. Und last but not least hat diese App ein Feature, das ich echt cool finde. Manche bezeichnen es vielleicht als Spielerei, ich persönlich finde es sehr cool. Du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie du sie findest. Und zwar ist es der Live Concert Simulator. Ich habe ja eben schon davon erzählt, dass du bei diesem Modell verschiedene Hall- und Reverb-Effekte hast, um dann dir zu simulieren, dass du vielleicht auf einer großen Bühne gerade sitzt und spielst. Aber diese Funktion in der App macht das Ganze noch krasser. Du klickst also zum Beispiel Stadion an und dann hast du nicht nur diesen Riesenhall, sondern auch die Menschenmenge und die hörst du dann plötzlich. Das Ganze gibt es dann mit verschiedenen Orten und zwar nicht nur mit einem Stadion, sondern beispielsweise auch mit dem Strand. Da hast du natürlich jetzt nicht so einen riesen Hall, dafür hast du vielleicht Möwen oder die Wellengeräusche und die werden dann auch eingeblendet. Das finde ich einfach super cool, um irgendwie in so einen Vibe reinzukommen, Spaß zu haben und vielleicht das Ganze auch nochmal irgendwie sich vorzustellen, wie es wäre, auf einer großen Bühne zu stehen. Und dieses Modell fördert insbesondere eben natürlich durch die App das autodidaktische Lernen, was ich persönlich sehr gerne mag, weil ich lerne einfach unfassbar gerne autodidaktisch. Das musst du aber für dich wissen, vielleicht lernst du lieber mit einem Lehrer, das ist ja auch voll okay. Trotzdem kann es auch dann nicht schaden, diese Funktion zu haben. Und wie immer, Link in der Beschreibung. Kommen wir nun zu meiner letzten Empfehlung für heute und wie angekündigt mein aktueller Preis-Leistungs-Hit, das Thomann DP51. Auch dieses Modell hat 88 Hammer gewichtete Tasten, es hat aber 4 Lautsprecher und ist 128-stimmig polyphon. Mit seinem edlen schwarzen Design sieht es nicht nur gut in jedem Wohnzimmer aus, es hat auch noch echt viele tolle Sounds. Und zwar hat es 40 interne Sounds, wieder mal von Piano bis E-Piano bis hin zu Orchesterinstrumenten und 50 interne Styles, mit denen du üben kannst, Spaß haben kannst und einfach die Musik genießen kannst. Außerdem hat auch dieses Modell 60 interne Musikstücke zum Nachspielen und Kennenlernen von neuer Musik. Und außerdem bist du mit diesem Modell sehr gut bedient, wenn es an die Anschlüsse geht. Denn auch hier gibt es 2 Kopfhörerausgänge, einen USB-Anschluss, ein MIDI-In und ein MIDI-Out und AUX-Anschlüsse. Und auch dieses Modell bietet wieder echt viele Funktionen, um dein Klavierspiel zu erweitern und mehr Möglichkeiten in der Klanggestaltung zu haben. Denn auch hier gibt es einen Reverb-Effekt und einen Chorus-Effekt, aber auch eine Layering- und eine Split-Funktion. Also wieder einmal zwei Sounds gleichzeitig über die ganze Tastatur oder rechts
einen Sound und links einen anderen Sound. Außerdem gibt es auch hier ein eingebautes Metronom und die Funktion zu transponieren. Also ich drücke C, aber es erklingt ein Cis oder ein anderer Ton. Ich verschiebe quasi die Tastatur um Halbtöne. Aber das DP51 hat zwei Funktionen, die echt herausstechen. Zum einen hat es einen internen Step-Sequencer. Es hat einen Step-Sequencer eingebaut. Das heißt, du kannst quasi Tasten drücken und loslassen und sie werden quasi geloopt weitergespielt. Oder kurze Melodiefragmente. Die werden dann geloopt und immer wieder abgespielt. Das Ganze kann eintaktig oder mehrtaktig sein und du kannst darüber improvisieren oder dir das Ganze einfach mal anhören. Und als zweites hat dieses Modell einen Master EQ. Du kannst also wirklich den Sound noch genauer an deine Wünsche anpassen und die tiefen Frequenzen, die mittleren oder die hohen anpassen, lauter machen, leiser machen, je nachdem, welches Stück du gerade spielst und was sich am besten für dich anfühlt. Und jetzt halte ich fest, das Ganze gibt es mit drei integrierten Pedalen für gerade mal 779 Euro. Link in der Beschreibung. Jetzt habe ich meine Top 5 besten Digitalpianos für 2023 vorgestellt. Mich interessiert jetzt so ein bisschen, was ist dein Lieblingsmodell? Schreib's mir mal in die Kommentare. Ich lasse dir hier noch ein Video da. Klick mal drauf, das wird dir auch gefallen. Mein Name ist Vinny und wir sehen uns auf Delamar.